Am 23. Oktober 1956 erlebte ich in Budapest als beinahe Vierjähriger auf dem Schulter meines Vaters, wie die mutigen Pester Jungs, getrieben von ihrer Sehnsucht nach Freiheit, die Stalin-Statue absägten. Mit diesem Bild im Kopf habe ich mich gemeinsam mit meinem Sohn auf die Spuren der Großväter meiner Kinder begeben. Was muss es vor 60 Jahren für die jungen Freiheitskämpfer bedeutet haben, ihr Leben für die Freiheit zu opfern? Auf dieser Reise begegneten wir Freiheitskämpfer, Zeitzeugen, die uns ihre ganz persönlichen Erlebnisse in emotionaler Tiefe schilderten. Wir sprachen mit politischen Gestaltern und meinungsformenden Medienmachern über das Phänomen Sehnsucht nach Freiheit. Damals wie heute. Und auch darüber, was es für eine Generation in Europa bedeutet, die ihnen Freiheit in die Wiege gelegt wurde. Wir haben uns auf dem Pfad der tiefen emotionalen und kulturellen Verbindung zwischen Ungarn und Deutschland begeben. Eine Freundschaft zweier Völker, die seit über 1000 Jahren keinen Krieg gegeneinander geführt haben, was in Europa einzigartig ist. Dieser mutige Aufstand gegen die Diktatur ist Sinnbild für die Sehnsucht nach Freiheit. Eine Sehnsucht, die über Generationen weitergegeben wurde, bis sie schließlich 1989 mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs vollendete, was die ungarischen Studenten damals 1956 begonnen hatten. Seither leben wir nicht nur in Deutschland, in Freiheit, Frieden und Einheit. Ohne den Mut, ohne die Sehnsucht nach Freiheit der Pester Jungs von 1956 hätte es 1989 der Fall der Berliner Mauer nie gegeben. Nach den Qualen des Zweiten Weltkriegs und der sogenannten Befreiung durch die Rote Armee 1945 träumten die Ungarn von Freiheit und Unabhängigkeit. Doch Stalin, Churchill und Roosevelt einigten sich auf die Zuordnung Ungarns zum sowjetischen Machtbereich. Durch stalinistischen Staatsterror unter kräftiger Mithilfe der Roten Armee etablierten die Kommunisten eine gnadenlose Diktatur. Individuelle Freiheiten gab es fortan nicht mehr. Die berüchtigte ungarische Staatssicherheit setzte alle Anordnungen der Regierung mit beispielloser Härte durch. Jeder Widerstand wurde durch Gefängnis, Arbeitslager oder Hinrichtungen im Keim erstickt. Angst und Schrecken wurden verbreitet. Misstrauen gegenüber jedermann ergriff die Seele der Gesellschaft, bis in die Familien hinein. Mit bitterer Ironie hieß es damals, dass es im Kommunismus nur drei Arten von Bürgern gebe. Einen, der gerade verurteilt wurde, einen, der bereits im Gefängnis sitzt, und einen, der dies ebenfalls bald tun wird, aber nur noch nichts davon weiß. Dieser Zustand konnte nicht wirklich als Befreiung empfunden werden. Ich war damals 12 Jahre alt. Mein Vater war Arzt. Das Geld ist wertlos geworden, der ungarische Währung. Und mein Vater hat Gesundheit verkauft für Lebensmittel. Und in unserer Nähe war also eine russische Militärbäckerei und die haben entdeckt, dass wir zu dem Arzt gehen können und dann haben sie mit Mehl bezahlt und offensichtlich dabei ein bisschen rumgeschaut und haben gemerkt, dass in unserer gutbürgerlichen Wohnung was zu holen war. Es ist eigenartig, dass eben ich und meine Schwester, wir haben dann im Kinderzimmer geschlafen und erst spät gemerkt, dass dann also bei uns in der Wohnung Russen auf und ein- und ausgehen und Schränke aufmachen und ausräumen. Aber da waren meine Eltern schon tot und im Keller erschossen. Und ja, so begann eigentlich dann diese sogenannte Befreiung für mich. Ohne Familie,
und versuchte eben zurechtzukommen. Jeder musste lügen damals, so tun, als wäre man also ein Anhänger des Systems, des Regimes. Wir hatten Unterdrückung erlebt. Die einzige Möglichkeit war, sich im Gleichschritt in die Schafherde einzureihen, den Kopf zu senken und jede Ungerechtigkeit zu ertragen. Ganz ohne eigenen Gedanken. Nur so konntest du überleben. Der Zivilisationsbruch, der Zweite Weltkrieg, hat diese Stadt zerstört. Aber nicht die Menschen. Und die waren froh, die dachten, jetzt geht in die richtige Richtung. Und urplötzlich brachte die sowjetische Rote Armee die brutale Diktatur. Der brutale Stalinismus, Folter, Bespitzelung, Schießbefehl, eine Selbstverständlichkeit für Zensur. Jegliche Freiheit wurde den Menschen genommen. Scotty war damals schon eine Zirkus-Clown-Legende. Bei seinen Auftritten kam das Publikum in Strömen. Er betrat die Manege, stolperte herum, machte Witze, dann holte er seine Gitarre heraus und brachte das Publikum stets zum Weinen. Zwischenzeitlich kritisierte er Rákosi und sein Regime. Natürlich war er dem Kommunisten ein Dorn im Auge, aber was sollten sie machen? Ein Clown hat keinen Namen und kein Gesicht. Irgendwann stürmten Schläger der Staatssicherheit während einer Vorstellung in die Manege und schlugen ihn zusammen, bis er blutüberströmt dalag. Danach haben sie ihn hinausgetragen. Er wurde wirklich vor allen Augen in der Manege ermordet. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Er muss wohl noch auf der Bühne gestorben sein. Und es gab noch Applaus für diese Szene, denn man dachte, dass sie zur Vorstellung gehört. Ich kannte die Wahrheit und fragte meine Mutter, wieso etwas nur geschehen konnte. Sie antwortete: Junge, das ist der Kommunismus. Ich war 6 bis 7 Jahre alt und konnte mir doch relativ schnell ein Bild machen. Aus diesem Grund fühle ich mich als Regisseur verantwortlich dafür, was dem Publikum aufgetischt wird. Einem Publikum kann man nämlich, wie einem Volk, sehr viel weismachen. Tägliche Frustration und bittere Enttäuschung nährten die Wut auf das kommunistische Regime. Der stalinistische Staatsterror wütete in einem unerträglichen Klima der Angst. Stalins Tod und der Abzug der Roten Armee aus Österreich weckten in Ungarn immer wieder neue Hoffnung. Aber jedes Mal trat schnell wieder Ernüchterung ein. Doch getragen von Literaten und Künstlern wurden die politischen Diskussionen an den Universitäten im ganzen Land immer lauter. So bildete sich eine neue intellektuelle Opposition. Am 23. Oktober 1956 wurde aus einer Studentendemonstration ein Manifest der Rebellion. Sie forderten den Abzug der sowjetischen Truppen, nationale Unabhängigkeit und Pressefreiheit. Dieser Volksaufstand war der erster historischer Moment der vergangenen Jahrhunderte, wo die Ungarn absolut und uneingeschränkt stolz darauf sein konnten und ihre eigene nationale Identität wiedergefunden haben. Ich denke, dass die Peschter Jungs eine wichtige Rolle dabei spielten, den Lauf der Geschichte zu verändern. Sie entwickelten plötzlich die Gewissheit, was Freiheit für sie bedeutet. Es gab diese Chance, frei zu sein. Diese Möglichkeit, das kommunistische Dogma, unter dem sie lebten, loszuwerden. Die Studenten, die den Anfang machten, verstanden es sicherlich und wollten es ändern. Genug Menschen stellten sich hinter sie, und das ist wichtig, wenn eine Revolution funktionieren soll. Es waren nicht nur Studenten, auch die Arbeiterklasse stellte sich hinter sie. Sie haben eine Stärke geschaffen, die sehr bedeutsam war, und konnten die Möglichkeit nutzen, die Russen tatsächlich aus Ungarn hinauszudrängen. Jahrelange Unterdrückung erzeugte Wut. Doch die nicht zu bändigende Daseinslust der Menschen und ihre Sehnsucht nach Freiheit erzeugten Mut. So fand das ungarische Volk in diesen dramatischen Herbsttagen immer wieder zu sich selbst. Motiviert durch den Zuspruch aus der Bevölkerung zogen die Studenten mit tausenden Budapestern vor das Parlament. Aus immer mehr Fahnen wurde das kommunistische Staatswappen herausgeschnitten. Diese neue Fahne wird nun zum Symbol des Aufstandes. Voller Hoffnung warteten die Demonstranten vor dem Parlament auf die Rede ihres Reformkommunisten Imre Nagy.
Doch er enttäuschte die Massen. Er fordert die Menschen auf, wieder brav nach Hause zu gehen. Es war ein unglaubliches Erlebnis, unvergessliches Erlebnis und ein Tat in der Weltliteratur und der Weltgeschichte änderte. Das ist sehr, sehr rührend und sehr unvergesslich war. Und dann diese Menge, friedlich, aber Riesenmenge unten, dieser Balkon, hat russisch geschriebene Bücher angezündet als Fackel. Und auf diese kleinen Lichter fing es an, richtig, diese Revolution. Ich freue mich, dass ich dort gewesen bin. Es ist schon lange, lange her, aber ich kann das nicht vergessen. Lasst uns jetzt alle friedlich nach Hause gehen. Die Massen vor dem Parlament warteten, zog ein Teil der Studenten zum Rundfunkgebäude, um ihre Botschaft im ganzen Land zu verbreiten. Schweine! Aferung, Schweine! Aferung, Schweine! Doch die Radioleitung, unterstützt durch die bewaffnete und zum Teil als Sanitäter getarnte AVH, versperrte ihnen den Zugang. Die Staatssicherheit eröffnete das Feuer auf die unbewaffneten Demonstranten. Diese Nachricht verbreitet sich schnell in der ganzen Stadt. Die friedliche Demonstration wird nun zum bewaffneten Freiheitskampf. Polizei und Armee laufen zum Volk über. Kasernen und Waffenfabriken werden für die Aufständischen geöffnet. Überall werden strategische Einrichtungen wie Tageszeitungen, Telefonzentralen und Druckereien von Aufständischen übernommen. Sie alle eint ein Ziel: Unabhängigkeit und Demokratie für Ungarn. Ich habe die Menschen erlebt, die so hoffnungsvoll waren in den ersten Tagen und warteten so richtige Worte. Also zum Beispiel, was sagt der Imre Neuss? Was wird geschehen? Gehen die Russen oder bleiben sie hier? Du konntest sehen, wie diese Gesellschaft mit Intellektuellen zusammen mit Proletariern zusammen war und alle dasselbe wollten, dass Ungarn wieder frei wird. Was das für ein überwältigendes Gefühl war, kann man nicht beschreiben. Da tanzten wir. Wildfremde Menschen, Männer und Frauen, lagen sich in den Armen und weinten vor Freude. Diese Ungeheuerlichkeit konnte vielleicht ein Ende finden. Da war zumindest ein erster kleiner Riss. Wir konnten es kaum glauben, aber es war ein wahrhaftiger Sieg. Die Peschter-Jungs. Arbeiter und Studenten zwischen 14 und 25 Jahren kämpfen erbittert gegen die Armee der Besatzer. Sie bedrängen die Panzerkommandanten der Rotarmisten, sich mit ihnen zu verbünden und werfen Flugblätter in die russischen Panzer, worauf das Karl-Marx-Zitat zu lesen war: Ein Volk, das andere Völker unterdrückt, kann nicht frei sein. Und das Wunder geschah. Die Panzer öffneten sich und die russischen Soldaten schlossen sich den Demonstranten an. Mit wehenden Fahnen der Revolution zogen diese russischen Panzer gemeinsam mit den Aufständischen vor das Parlament. Von rechts aus kamen die Leute ganz ruhig, haben sie sich unterhalten.
drei, vier Leute nebeneinander. Zivil, keine Waffen, gar nichts, keine Schreierei, gar nichts. Und ich wollte dann anschließen und da in diese Reihe hineintreten. Und als ich von denen so 2,5, 3 Meter Entfernung war, dann plötzlich ging diese Maschinengewehr los. Plötzlich fallen Schüsse. Die Soldaten glauben, man hat sie in eine Falle gelockt und eröffnen ihrerseits das Feuer auf die Menge. Dutzende Demonstranten werden verwundet oder getötet, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Als ich über die Margitbrücke Richtung Parlament ging, kamen mir auch schon blutüberströmte Menschen entgegen. Ich drehte sofort um und rannte auch. Als ich es bis zur Mitte der Brücke geschafft hatte, hörte ich plötzlich die Panzerkanonen. Es wurde ernst. Überall kamen mir schreiende und blutüberströmte Menschen entgegen, die kaum erzählen konnten, was passiert war. Ich schaffte es bis zum Platz. Es begann zu regnen und ich sah, wie das Blut in den Kanal floss. Eine verzweifelte Frau in einem zerrissenen Kleid, vermutlich selbst verletzt, suchte nach ihrem kleinen Kind. Und sie brüllte total aufgelöst und in tiefer Trauer. Als ich das sah und beim Anblick der vielen Toten und Verwundeten zerbrach etwas in mir. Da wusste ich, da kann ich nicht mehr zuschauen. Das kann man nicht mehr dulden. Das geht nicht mehr. Ich musste kämpfen. Das von der Staatssicherheit und der Roten Armee angerichtete Blutbad vor dem Parlament entfachte einen Flächenbrand im ganzen Land. Überall kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Die Pester Jungs, die Budapester Polizei und die ungarische Armee stellten sich mit aller Macht gegen die Besatzer. Die sowjetischen Truppen erlitten herbe Verluste. Ich wohnte damals als Kleinkind hier mit meinen Eltern, haben mein Vater und seine Freunde hier Milchflaschen auf der Straße aufgestellt. Der erste russische Tank musste anhalten, die kannten sowas nicht. Öffnete sich die Luke und von oberster Stockwerk, wo wir wohnten, schmissen dann meine Eltern Molotow-Cocktails herunter. Das waren also aus Weinflaschen gebaut worden, mit Petroleum und Benzin gemischt und Schnürsenkel rein zugestopft und angezündet. Und sobald die Luke aufging, da rein damit. Schlussendlich waren hier in der Straße 3 komplett ausgebrannte Tanks. Am Anfang, als die Studenten auf die Straße gingen, wollten wir Spitzbuben einfach nur dabei sein. So eine Revolution kam uns gerade recht. Wir haben damals noch gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Erst nach Tagen, als wir sahen, wie unsere Kumpel über den Haufen geschossen wurden, begriffen wir den Ernst der Lage. Wir wurden selbst so heftig attackiert, dass schließlich ganze Berge von Leichen vor uns lagen. Da wuchs in jedem von uns der Mut, weiterzukämpfen. Man stellt mir oft die Frage, ob ich getötet habe. Natürlich habe ich im Kampf getötet. Man wollte ja auch mich töten. Dabei wurde uns immer bewusster, dass wir wirklich für unsere Heimat kämpften. Der anfängliche Leichtsinn eines Spitzbuben wich einer Art patriotischem Selbstbewusstsein, was auch natürlich war. Man kann nicht aus Leichtsinn töten oder kämpfen. Das war eine ziemlich radikale Entwicklung für einen 14-Jährigen. Nobody else was able to do this anywhere. Niemand auf der ganzen Welt schaffte das. Und auch uns gelang es nur für wenige Tage. Aber es war ein wichtiger Hoffnungsschimmer für die Freiheit. In everybody's eyes that that's possible. Es waren die zertrümmelten Schaufenster voll mit Waren. Kein Mensch gestohlen. Es war eine sogenannte Ehrenfreundschaft zwischen den Leuten. Niemand rührte die Kiste voll mit Millionen von Spendengeldern für die Hinterbliebenen an. Höchstens, um Wechselgeld herauszunehmen, wenn man nicht alles Geld geben konnte. So rein und sauber war das damals. Nach 4 Tagen erbittertem Kampf gab sich die Rote Armee geschlagen. Die Pester Jungs hatten den Weg zum Sieg bereitet. Am Abend des 29. Oktober beginnt der Abzug der sowjetischen Truppen.
Die neu gebildete ungarische Nationalgarde, formiert aus Armee, Polizei, Studenten und Arbeitern, patrouilliert nun siegreich durch die Straßen. Auf ihren Panzern stand Kampf für das Volk. Und das lange Zeit verbotene alte ungarische Wappen war zu sehen. Der Duft nach Freiheit liegt in der Luft. Budapest pulsiert vor Aufbruchsstimmung. Freie Zeitungen erscheinen. Die verhasste Geheimpolizei AVH wird aufgelöst. Imre Nagy, der nun neuer Ministerpräsident ist, kündigt die Abschaffung der Einparteienherrschaft und freie Wahlen an. Budapest soll zur Hauptstadt eines freien und unabhängigen Ungarns werden. Der Umgang mit den Verbrechern von der Staatssicherheit wurde uns immer vorgeworfen. Aber wie soll man einen jungen Menschen zurückhalten, dessen Vater ungerechtfertigt und ohne Gerichtsbeschluss von der Geheimpolizei ins Gefängnis gebracht und dort zu Tode gefoltert wurde? Und dann der Gefängniswärter nur für 3 Goldringe seiner Mutter das blutige Todeshemd seines Vaters herausrückte. Wie kannst du so einen Jungen zurückhalten? Wir hatten den Grundsatz, nur ordentliche Gerichte durften die Geheimpolizisten der Staatssicherheit verurteilen. Und wir hielten uns an die gesetzliche Ordnung. Wenn jemand schuldig war, sollte er 20 Jahre oder mehr bekommen. Es sollte alles seine Ordnung haben. Wenn ich ging zu Fuß nach Buda und andere Seite der Straße, haben ein sogenannter AWH-Mann gelünscht wurde und aufgehängt. Grausame Situation, diese aufgehängte, tote Kommuniste gelünscht. Am 1. November begannen die Ungarn, die unzähligen Toten zu bestatten, die im Kampf für Freiheit ihr Leben ließen. Viele sind nicht mehr zu identifizieren. Unbekannter Ungar steht auf den Särgen. Die Ungarn tragen Trauer und Hoffnung gleichermaßen im Herzen. Hoffnung auf die lang ersehnte Freiheit. Die Beseitigung der Spuren des Kampfes beginnt. Doch über das Schicksal Ungarns wird nicht in Budapest entschieden, sondern in Moskau. Während Imre Nagy den Austritt aus dem Warschauer Pakt erklärt und Ungarns Neutralität bekundet, kommt es bei einem geheimen Treffen zwischen Präsident Khrushchev, dem ungarischen Innenminister Ferenc Münch und János Kádár, dem späteren kommunistischen Regierungschef Ungarns, zum Verrat. Kádár, der selbst am Volksaufstand teilgenommen hatte, wechselt nun die Seiten. Er bildet eine Gegenregierung zu Imre Nagy und sichert Moskau seine Kollaboration für eine militärische Intervention zu. Daraufhin beschließt Khrushchev den Wiedereinmarsch der Roten Armee. Es lag eine fantastische Aura der Freiheit in der Luft, als sich die Russen zurückgezogen haben. Und es gab ein Gefühl der schrecklichen Unterdrückung, als sie wieder zurückkamen. Natürlich konnte Ungarn Russland nicht besiegen. Wir sind ein wirklich sehr kleines Land mit 10 Millionen Menschen gegen das mächtige Russische Reich. Sie konnten sich diese Schmach nicht erlauben, dass Ungarn siegt. Also mussten sie natürlich zurückkommen. Und das taten sie. So they, of course, had to come back. And they did. Am Morgen des 4. November beginnt der Sturm der Roten Armee auf Budapest. Mit einer Streitmacht, die halb Europa hätte besetzen können, fallen Panzer, Luftwaffe und Soldaten in die Stadt ein. Sofort stellen sich die Peschter Jungs den aussichtslosen, blutigen und verlustreichen Kämpfen. Wochenlang leistete man im ganzen Land Widerstand, doch am Ende wurde dieser durch die Übermacht der sowjetischen Truppen brutal niedergeschlagen. Über Radio Free Europe und Voice of America gesendet aus dem Englischen Garten in München wurde den Ungarn militärische Hilfe aus dem Westen versprochen. Das brachte die Widerstandskämpfer dazu, länger durchzuhalten. Doch die Hilfe kam nie. Längst war klar, dass durch die gleichzeitigen Ereignisse am Suezkanal die amerikanischen Streitkräfte den Russen in Ungarn freie Hand gewähren.
Richard Nixon erklärte, wir können uns nicht darüber beklagen, dass sich die Sowjets in Ungarn einmischen, während wir selbst den Briten und Franzosen erlauben, sich in Ägypten einzumischen. Die Ungarn fühlen sich verraten. Also ich glaube schon, dass sie eine Verantwortung tragen, dass sie haben versprochen, hält durch. Da fühle ich mich betroffen. Aber das ist das Einzige. Ich mag nicht, wenn man mich verrät. Ich denke, es ging nur um Hoffnung. Der ungarischen Jugend wurde Hilfe von Amerika versprochen. Radio Free Europe sendete immer die Botschaft, haltet aus, sie kommen, aber sie kamen nie. Sie gingen nach Israel, weil es beim Suezkanal einen Konflikt mit Ägypten gab und die Ungarn wurden verraten und im Stich gelassen. Und das Ergebnis war, dass viele Menschen unnötigerweise, jedoch heldenhaft den Tod fanden, im Glauben, dass es eine andere Zukunft geben kann. Und ich denke, dass dies der Anfang war von dem, wo wir heute sind. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen glauben, dass es möglich ist, Freiheit zu erkämpfen. Ich denke, dass die Menschen heutzutage unbedingt diese Einstellung haben. Und ich glaube auch, dass der Anfang dessen die Revolution war. Ich selbst war hier, als die Russen Ungarn verlassen haben. Ich war auch hier, als sie zurückkamen und alles brutal zerstörten. Die Angst und die Hoffnungslosigkeit, weil man dachte, dass Hilfe kommen wird, die nicht kam. Ich denke, dass Ungarn da ungerecht behandelt wurde, weil viele Menschen umsonst gestorben sind. Aber vielleicht sind sie gar nicht umsonst gestorben. Vielleicht war es die Saat für das, was heute in Ungarn passiert. Und wir können heute hier sein, weil diese Menschen damals ihr Leben geopfert haben. Am 4. November hörten wir Kanonen donnern. Davon sind wir aufgewacht. Natürlich zogen wir sofort los, Budapest zu verteidigen. Da strömten schon aus allen Richtungen russische Truppen herein und wir begannen sofort mit der Verteidigung. Es wurde bis zum nächsten Nachmittag sehr intensiv gekämpft, als die Divatschornok mit ihren 4 bis 5 Meter dicken Wänden von der schweren Artillerie zerschossen wurde, sodass wir uns nicht mehr halten konnten. Und dann haben wir uns ergeben. Bei Straßenkämpfen ist man natürlich nicht Kriegsgefangener. Man wurde einfach mit dem Rücken zur Wand aufgestellt und gegenüber von uns stand ein Flakgeschütz mit 4 Läufen. Und das war schon ein grauenhaftes Gefühl. Man kann sich schon vorstellen, wie groß deren Kugeln waren. Die konnten uns zerreißen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meinem besten Freund Robi Klein der Kopf weggerissen wurde und an mir vorbeiflog. Mich traf auch eine dieser Kugeln, die schreckliche Wunden verursachten. Und als wir hinfielen, warf man eine Handgranate auf uns, um sicherzugehen, dass die Verwundeten nicht überlebten. 2 dieser Splitter stecken noch heute in meinem Kopf und könnten mir eines Tages zum Verhängnis werden. Ungarn hat mit seinem Kampf gegen Moskau, gegen die Regierung, die kommunistische Regierung, gegen der Moskauer Richtlinien, sich erhoben, weil es eine unsägliche, unfreie Staatsordnung war, die den Menschen primäre Freiheitsrechte nicht gegeben haben. Und dafür haben die Ungarn einen hohen Blutzoll geleistet. Dafür haben die Ungarn auch eine unglaubliche geistige Kraft mit eingebracht, Freiheit. Aber es gibt immer wieder und immer noch eben diesen Renitenten, in Anführungszeichen Ungarn, der die Werte von Freiheit und von Selbstbestimmung hochhält. Und diese Vitalität in der Haltung, die hat dazu geführt aus meiner Sicht, dass dieser erste Schritt 1956 passiert ist und dann später sich wiederholt hat. Da ist eine Linie der Kontinuität zwischen dem Kampf der Ungarn um die eigene Freiheit und der Bereitschaft, auch für die Freiheit der anderen einzustehen.
Ich sagte ja eben, wir haben nicht das Recht, die Freiheiten, die wir geerbt haben, von den Vorfahren preiszugeben. Erst recht nicht für andere preiszugeben. Und die Ungarn haben das vorgemacht. Und wer die Rolle, die Ungarn gespielt hat, eigentlich als Auslöser der deutschen Wiedervereinigung, wer die nicht würdigt, ist historisch ungerecht. Ich weiß, dass Herr Genscher ausgesprochen dankbar war für das, was er in Ungarn tun konnte und erlebt hat. Auch Aufstände, die nicht zum Ziel geführt haben, sind wegweisend für diejenigen, die sich mehr oder weniger mit den Themen befassen. Und ich glaube, es sollte schon immer wichtig sein, dass es in einem Volk Menschen gibt, die sich für die Freiheit einsetzen. Das Interessante ist, glaube ich, dass heute keiner mehr eine Waffe in die Hand nehmen muss, um für Freiheit zu kämpfen. Und trotzdem muss um Freiheit gekämpft werden, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Und sie muss Künstler müssen für Freiheit kämpfen, Journalisten müssen für Freiheit kämpfen, Studenten müssen für Freiheit kämpfen. Und damit rede ich von sozusagen der Bedrohung der inneren Freiheit einer Gesellschaft, eben der Gefahr, dass eine Gesellschaft sich selbst zensiert in dem, was sie denkt, in dem, was sie schreibt, in dem, was sie publiziert, weil sie sich der Dinge und der Mehrheitsmeinungen zu gewiss ist. Also andere Meinungen zuzulassen, auch genau hinzuhören, auch in der Lage zu sein, Dinge zu reflektieren, sich vermeintlichen objektiven Dingen zu widersetzen und auch unbequem zu sein und neugierig zu sein und die innere Freiheit einer Gesellschaft zu erhalten. Das ist doch die Aufforderung, die uns die Studenten oder die Aufständischen von 1956 mitgegeben haben. Und deswegen müssen wir diese Botschaft irgendwie in unserem Herzen tragen und um Freiheit kämpfen, immer und zu jeder Minute. Die haben das anerkannt, dass es so weiter nicht geht. Dass die daran als Nation, als Menschen, als einzelne Bürger zugrunde gehen. Also es war ein Kampf für das Leben, dass die im Leben bleiben. Weil das Leben, was zu führen war, das war nicht mehr wert. Freiheit, glaube ich, weiß man erst dann wirklich zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Und dann kämpft man auch massiv dafür. Das haben 1956 die Ungarn gezeigt, wo sie auf die Straße gegangen sind und dafür gekämpft haben und auch gelitten haben. Ich kann mich noch gut an 1989 erinnern, wo gerade unsere Nachbarn in der damaligen DDR für die Freiheit auf die Straße gegangen sind. Und die ist sehr vielseitig. Für mich ist Freiheit aber ganz persönlich auch die zweite Seite einer Medaille der Verantwortung, weil Freiheit ohne irgendwelche eigene Verantwortung ist auch nur eine halbe Freiheit und die ist mir auch wichtig. Freiheit heißt nicht, dass man tun kann, was man will. Freiheit heißt auch, dass man nicht tun muss, was man nicht will. Und alle diese Grundgedanken haben ja die Peschter Jungs, wenn ich da so formulieren darf, so wunderbar ausgebracht und gefordert und das ist heute aktueller denn je. Ich glaube, das Problem meiner Generation, unserer Generation und der jungen Generation ist, dass wir durch diese lange Friedensphase und durch diese lange Phase des Wohlstands und der Freiheit, der Abwesenheit von Krieg, uns ein bisschen das Gefühl dafür abhandengekommen ist, was es bedeutet, in Unfreiheit leben zu müssen. So dass man sich heute als Angehöriger einer Generation, die eigentlich immer nur wachsenden Wohlstand kennengelernt hat, sich gar nicht mehr vorstellen kann, was es eigentlich bedeutet, bereit zu sein, sein Leben zu geben, um für die Freiheit zu kämpfen. Meist junge Menschen, die nichts mehr zu verlieren hatten, weil sie sich vom Kommunismus, ihrer Zukunft beraubt fühlten, warfen sich in den Kampf gegen die Diktatur und den kommunistischen Staatsterror. Als Peschter Jungs werden diese bewaffneten Jugendlichen bezeichnet, die an der Speerspitze des ungarischen Aufstandes von 1956 standen. Viele waren nicht älter als 14 Jahre. Der Mut und der kämpferische Einsatz dieser jungen Arbeiter, Schüler, Soldaten, Studenten und Lehrlinge hinterließ in Westeuropa und Amerika einen starken Eindruck. Sie sind die wahren Helden der Revolution. Sie standen auf und gaben ihr Leben gegen die Unterdrückung und für die Freiheit.
Doch die Früchte ihres Kampfes sollte man erst Jahrzehnte später durch den Fall des Eisernen Vorhangs und durch die Wiedervereinigung Deutschlands ernten können. Der Dichter Albert Camus veröffentlichte 1957 am ersten Jahrestag der Revolution in der New York Times einen Text zu Ehren der Pächterjungs. Darin heißt es unter anderem: Besiegt und in Fesseln geschlagen, hat Ungarn für Freiheit und Recht mehr geleistet als irgendeine andere Nation während der letzten 20 Jahre. Um aber den Westen, der sich so lange Augen und Ohren verstopft hatte, die geschichtliche Lektion zu lehren, musste das ungarische Volk Ströme seines Blutes vergießen. In der Vereinsamung, in die Europa heute geraten ist, gibt es nur eines, den Ungarn die Treue zu halten. Nie und nirgends in der Welt die Werte zu verraten, für die die ungarischen Kämpfer gefallen sind. Hunderttausende Ungarn fliehen, die meisten nach Deutschland und in die USA. Sie glauben nicht an eine bessere Zukunft in ihrem von der Roten Armee besetzten eigenen Land. Erst Jahrzehnte später, nachdem sie ihre neue Heimat gefunden und sich ein neues Leben aufgebaut hatten, kehrten sie als Besucher zurück. Bei mir an der Avenariusstraße kamen in den Sprachkurs fast 100 Personen. Und die stammten aus allen Schichten. Und es gab welche, die waren fast fertig mit ihrem Studium. Andere waren wohl Arbeiter oder auch altersmäßig sehr unterschiedlich. Und es war eine Begeisterung ohnegleichen, damals auch in der bayerischen Bevölkerung. Und jeder wollte helfen. Und als Deutschlehrer war es mehr als schwierig. Wenn ich dran denke, dass ich liebe dich, wird praktisch in allen Sprachen erfordert, drei Wörter. Im Ungarischen ist mit Szeretlek alles gesagt, äußerst schwierig. Aber ich hatte meinen Spaß dran. Es war eine wirklich sehr intensive eine Zeit. Die Ungarn wurden also euphorisch empfangen und am liebsten wäre man mit ihnen zurück nach Ungarn und hätte den Freiheitskampf fortgesetzt. Am 9. November ging ich zum ersten Mal auf die Straße. Dann sah ich verbrannte Leichen, russische auch, die zerschossenen Häuser in der Rakoziut. Erinnerte mich natürlich daran, dass die Russen meine Eltern getötet haben und habe ich gedacht, also in diesem Land habe ich nichts mehr zu suchen. Habe ich da beschlossen, das Land zu verlassen. Und das habe ich dann in der Nacht vom 11. auf den 12. November getan. Als die russischen Offiziere zu uns in die Wohnung hineinkamen, dann haben die erst einmal diesen Schreibtisch sich vorgenommen und mit der Gewehrbekolben die beiden Türen zerstört, weil die gesagt haben, das sind biblische Abbildungen. Und auch von unserer Palastlexika alle Seiten ausgerissen, wo irgendwas Biblisches zu sehen war. Und das habe ich nie reparieren lassen. Ich wollte es immer, dass diese Erinnerung bleibt. Als meine Großeltern mir endlich erlaubten, ins Zentrum zu fahren, nahm ich die Straßenbahn. Ich kannte die Stadt wie meine Westentasche. Aber als ich jetzt aus der Straßenbahn ausstieg, wusste ich plötzlich nicht mehr, wo ich war. Alles lag in Trümmern. Ich fand keinerlei Orientierungspunkte. Viele Häuser waren zerschossen, die Gleise aufgerissen. Überall lagen Steine. Alles war zerstört. Zwei, drei Wochen später wurden die verwundeten Revolutionäre von kommunistischen Milizen und Russen eingesammelt und ins Gefängniskrankenhaus gebracht, wo gnadenlose Verhöre stattfanden. Nachts hörte ich manchmal, wie jemand gehängt wurde, wenn man nichts aus ihm herausbekam. Ich wusste, dass ich auch dran kommen würde. Ich kam dran. Also malträtierte einer meinen Kopf so sehr mit seinen Stiefeln, dass ich das Bewusstsein verlor. Auf der anderen Seite des Gefängniskrankenhauses ist der Friedhof. Dort wurde ein Massengrab ausgehoben und die, die ermordet, gehängt, hingerichtet oder zertreten worden waren, warf man dort hinein. Ja, in mir war dieser Patriotismus.
Insbesondere spürte ich das, als ich verhört wurde. Als man Erde auf mich warf, bewegte sich mein kleiner Finger, was einer der Totengräber bemerkte. Sie haben mich herausgezogen und ins Krankenhaus gebracht, wo man mir in einer 8-stündigen Operation das Leben rettete. Als ich nach monatelangem Koma am 1. Mai aus dem Krankenhaus kam, sah ich eine Million Menschen auf dem Heldenplatz, die die Russen hochleben ließen. Das war für mich der eigentliche Tod. Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde János Kádár neuer kommunistischer Ministerpräsident. Er bekannte sich öffentlich dazu, die Sowjetunion um den Einmarsch und die Niederschlagung des Aufstandes ersucht zu haben, worauf ihm starke Ablehnung aus der Bevölkerung entgegenschlug. Gegen diesen Widerstand ging Kádár und seine neu gegründete Geheimpolizei mit äußerster Härte vor. Tausende Beteiligte und Unterstützer der Revolution gerieten in Haft. Hunderte, unter ihnen auch der Ministerpräsident der Revolutionsregierung, Imre Nagy, wurden hingerichtet. Erst ab Ende der 50er Jahre wurde erkennbar, dass Kádár nicht mehr zu einer Diktatur im Sinne von Stalin oder Rákosi zurückkehren wollte. Grundsätze wie das Machtmonopol der Partei sowie Treue und Solidarität zur Sowjetunion und den Warschauer Paktstaaten blieben zwar unverrückbar, doch vorsichtige Erleichterungen sollten das Misstrauen der Bevölkerung auflockern und wirtschaftliche Impulse geben. Die zaghafte Einführung einer bescheidenen Privatwirtschaft wie der Anbau und Verkauf von Gemüse oder kleine Dienstleistungen zielten darauf ab, die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern und gleichzeitig ein klein wenig Freiheitsgefühl aufkommen zu lassen. Zudem wurden politisch unbedenklichen Personen einzelne Reisen in den Westen erlaubt, die Ausreisegenehmigung für Reisen nach Österreich gelockert und der Besuch wissenschaftlicher Kongresse für linientreue Akademiker im Ausland gestattet. Diese etwas abgemilderte Form des Staatssozialismus wurde mit der Wortschöpfung Gulasch-Kommunismus oder lustigste Baracke des Ostens bezeichnet und bildete die Basis für eine Entwicklung, die im Frühjahr 1989 zur Öffnung des Eisernen Vorhangs führte und unzähligen DDR-Bürgern die Ausreise in die Bundesrepublik ermöglichte. Ja, es war gewisser Hinsicht fröhlich, weil wir unsere Nischen gefunden haben. Aber andererseits hat man immer so empfunden, dass irgendwie oben in diesem Raum, wo wir leben, 10 Zentimeter fehlt bis zur Decke und immer ein bisschen gewisse gebückte Haltung zum Tage legen müssten, und das wollten wir nicht. Und da war der einzige Weg Richtung der verheißungsvolle Westen. Natürlich weiß man das nicht, was auf einen zukommt. Man idealisiert es auch gerne. Und insofern war das natürlich eine wunderbare Herausforderung und ein Blutschweiß- und Tränenweg. Aber ich habe mich in dieses Land, wo ich ankam, wirklich verliebt, weil es war die Mentalität, die Kultur, die Menschen, die auf mich zukamen, es hatte so viel Herzblut, so viel Lebenswertes und Liebenswertes, dass ich gar nicht anders mich entscheiden konnte, einfach hier zu bleiben. Ohne 56, ohne diese Sehnsucht nach Freiheit, hätte es in Ungarn nach einer gewissen Zeit unter János Kádár nicht diesen sogenannten Gulasch-Kommunismus gegeben, nicht diese doch immerhin zahlreichen kleinen Freiheiten, nicht die große Freiheit, aber doch die kleinen Freiheiten. Und weil es diese kleinen Freiheiten gab, war in Ungarn die Aufgeschlossenheit, die unter Gorbatschow bestand, am ehesten gegeben. In Ungarn ist natürlich der ungarische Ministerpräsident Nemeth zu Gorbatschow geflogen. Ich glaube, es war im März des Jahres 89 und hat ihm gesagt, was er machen möchte, den Eisernen Vorhang öffnen und letzten Endes eine pluralistische Republik, eine pluralistische Demokratie. Und Gorbatschow hat ihm gesagt, machen Sie das, Genosse Nemeth, für die Sowjetunion ist das nichts, aber bei Ihnen können Sie das machen. Und einen Einmarsch, wie wir es früher gemacht hatten, die Sowjetarmee schicken in diese Staaten, die das wollen, das wird es niemals geben. Das war der Höhepunkt eines Kalten Krieges 1984, 83, 84.
Denn Andropow, der damalige sowjetische Generalsekretär, hat uns mit dem Dritten Weltkrieg gedroht. Auf diesem Hintergrund plötzlich einen Botschafter des Warschauer Paktes zu erleben, der sagt, wir müssen alles ändern, war ich mir nicht sicher, ob das eine Methode war, sich bei mir einzuschmeicheln oder ob es ehrlich war. Es war ehrlich gemeint. Und er bat mich ja auch dann nach Budapest zu kommen, was ich gemacht habe. Und ich habe neben Kader zwei Sekretäre des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Ungarns damals getroffen und gesprochen. Der eine hieß Németh Miklós, war CK-Sekretär für Wirtschaft. Und der andere hieß Horn Gyula. Er war zuständig für internationale Beziehungen. Und beide haben mich wissen lassen, man müsse Kader ablösen. Aber wenn sie das tun, bräuchten sie die Unterstützung und die Hilfe der Bundesrepublik Deutschland. Und das konnte ich ihnen zusagen. Auf Forderung der jungen demokratischen Opposition wurden schließlich am 16. Juni 1989 Imre Nagy sowie stellvertretend alle hingerichteten Teilnehmer des Volksaufstandes von 1956 in einer feierlichen Trauerzeremonie am Budapester Heldenplatz beigesetzt. Diese große Demonstration manifestierte einen politischen Wandel, der nicht mehr aufzuhalten war. Im Sommer 89 standen die freiheitlichen Ungarn auf dem Heldenplatz und haben den Abzug der Sowjets aus Ungarn gefordert. Darf man immer noch nicht vergessen, der heute viel häufig gescholtene Viktor Orban, damals ein junger Mann, ein junger Politiker, hat wahnsinnig viel riskiert, als er, ich glaube, Juni 89 gefordert hat, dass die Sowjets aus Ungarn abziehen müssten. Einer der ersten, der das überhaupt gefordert hat und der wirklich viel riskiert hat. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, was passieren würde, wie sich das entwickeln würde. Aber die Situation in Ungarn, so wie sie sich entwickelt hat, so wie sie sich zuspitzte, war zum Beispiel eine Chance für Helmut Kohl, hier gemeinsam mit Partnern gestalterisch einzugreifen. Und ich glaube, dieses Treffen auf Gümnich, dieses sich gegenseitig kennenlernen, dieses wirklich ehrlich zueinander sein. Und auch das war ja ganz wichtig, dass Helmut Kohl in den Gesprächen mit Miklós Németh und Gyula Horn den Eindruck gewonnen hat, das sind ehrliche Partner, die meinen es ernst, weil sie auch einen ziemlich schonungslosen Bericht darüber gegeben haben, über die Verhältnisse im Warschauer Pakt und wer eigentlich wo steht. Seine Nachfrage damals an Miklós Németh, was erwartet ihr dafür? Und die Antwort von Miklós Németh, nichts, wir tun das einfach. Gyula Horn ist natürlich derjenige, der 1956 in der Steppjackenbrigade die Träger des Aufstandes verfolgte. Das ist etwas, was ihm zur Schande gereicht. Er hat sich gewandelt nach außen hin. Ob er sich innerlich gewandelt hat, das weiß ich nicht. Er war derjenige, der als Außenpolitiker, als Außenminister die großen historischen Bilder geliefert hat mit dem Durchschneiden der Grenzzäune etc. Ich habe mich immer gewundert, dass der eigentliche Reformer, Miklós Németh, sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Die Dilemmas der ostdeutschen Familien, ob man sich auf den Weg machen sollte und dann, wenn schon, ja, dann wenn, ganz genau, dann stellte sich dieses Dilemma auch in Ungarn. Wie lange können das sich die Ungarn leisten, dass sie diese Freiheit garantieren? Und wann kommt das Momentum, was wir aus der Geschichte leider kennen, wo sich die Sowjets sich vielleicht einmischen? Der Plattensee in Ungarn, im Osten noch vielen als Balaton bekannt, wurde mit der Zeit zum zentralen Treffpunkt von Ost und West. Diese Treffen von Familien sind tief verbindende Ereignisse zwischen Deutschen und Ungarn. Die meisten der massenhaft angereisten DDR-Touristen kehrten nie in die Heimat zurück. Sie flohen über die inzwischen nur noch symbolisch bewachte ungarisch-österreichische Grenze in die Freiheit. Die ungarischen Grenzposten wünschten den DDR-Flüchtlingen nur noch viel Glück. Am 18. Mai 1989 beschloss die ungarische Regierung endgültig den Abbau des Eisernen Vorhangs.
Auch freie Parlamentswahlen standen für Anfang 1990 auf dem Plan. Die öffentliche Meinung bekam wieder mehr Gewicht. Aus der Liebe zur Freiheit wuchs der Mut und die Kraft, den eisernen Vorhang zu zerreißen und somit den ersten Stein aus der Berliner Mauer zu schlagen. Wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, wie das gewesen ist damals im Sommer 89, als immer mehr DDR-Bürger, die alles zurückgelassen hatten, hier in der DDR, in Budapest waren und Aufnahme gefunden haben, zum Beispiel bei ungarischen Familien. Nemeth hat, glaube ich, seinerzeit eine sehr schonungslose Analyse gegeben und hat gesagt, wir wollen einen eigenen Weg gehen, so wie die Ungarn das ja eigentlich immer getan haben. Und dann Helmut Kohl den erlösenden Satz gesagt haben, wir werden keine Jagd machen auf Flüchtlinge, aus Menschen aus der DDR, sondern wir werden die Grenze öffnen. Und das war unglaublich, das war vor allem wahnsinnig mutig. Und Helmut Kohl hat dann auch gefragt, wie wird denn Gorbatschow darauf reagieren? Und Gorbatschow soll diesen Satz gesagt haben, die Ungarn sind gute Leute. Und das war ehrlicherweise, wenn wir ganz ehrlich sind, das war nicht nur der erste Stein aus der Berliner Mauer, sondern damit war eigentlich das Ende des Kalten Krieges, damit war eigentlich das Ende des Eisernen Vorhanges zwischen Ost und West besiegelt. Und ehrlicherweise, Helmut Kohl hat damals gesagt, das werden wir den Ungarn niemals vergessen, das dürfen wir den Ungarn niemals vergessen. Ich hatte Glück. Die Wende war gerade vorbei, ich war erst 16 Jahre alt. Mein Vater war Fotograf und sprach fast täglich darüber, dass Österreich zum Greifen nah war und wir dennoch nicht drüber konnten. Als der eiserne Vorhang zu bröckeln begann, da konnte ich als ständiger Begleiter meines Vaters in den wichtigsten Momenten praktisch immer dabei sein, als in der Stadt die roten Sterne demontiert wurden. Als die Ostdeutschen Hunderte von Wartburgs und Trabis zurückließen und wir konnten sehen, wie die DDR-Flüchtlinge über die grüne Grenze nach Österreich wollten, plötzlich aus der Stadt verschwanden. Eines der prägendsten Ereignisse meines Lebens war in jenem August, als wir die entscheidenden Momente des paneuropäischen Picknicks nicht auf ungarischer Seite erlebten, sondern mein Vater mit mir nach Österreich rüberging. Da versammelten sich Menschen von Rostock bis Leipzig an der Grenze. Und als wir auf der anderen Seite darauf warteten, da trafen wir auf Familien, die sich weinend in den Armen lagen. Und wir konnten zunächst gar nicht begreifen, was geschah. Und Sekunden später war uns klar, dass die Ostdeutschen auf diesen Moment gewartet hatten, um endlich rüberlaufen zu können. Es läuft mir auch jetzt noch kalt den Rücken runter, wenn ich von diesem Augenblick erzähle. Dass sie es kaum glauben konnten, endlich in einem freien Land sein zu können. In den Jahren nach der Wende hatten wir irgendwie das Gefühl, etwas zu vermissen. Wir wollten etwas Neues. Darum ging es 93 in Budapest beim damals ins Leben gerufenen Sziget-Festival, das heute für das größte Musikfestival in ganz Europa gehalten wird. Als wir uns den Kopf darüber zerbrachen, wie und mit welchem Slogan es zu beschreiben wäre, was sich bei einem Festival wie dem Sziget abspielt, da sind wir auf den Namen Island of Freedom gekommen. Und den benutzen wir bis heute. Wir sehen heute bereits Hunderttausende junge Europäer zu Besuch kommen. Und sie können in den Tagen, die sie hier in Ungarn verbringen, am ehesten die Freiheit begreifen und verkörpern. Künstler, die in Unfreiheit gelebt haben und die Qualität und die Kraft erlebt und praktiziert haben, die ihre Musik haben kann, stärker als jede Waffe, stärker als jeder Aufstand, können noch heute ruhiger schlafen im Geiste als Menschen, die eigentlich nach wie vor noch nach Gründen suchen für ihre Musik und die Freiheit erklären müssen. Ein Künstler aus einem totalitären Regime muss seine Freiheit nicht erklären, er repräsentiert sie durch seine Musik. Das ist eigentlich ein großes Privileg. Rock and Roll.
Auch Rock'n'Roll hatte Auswirkungen auf den Eisernen Vorhang. Es war Inspiration für die Menschen hinter dem Vorhang, die dadurch ein Gefühl von Freiheit erlebten. Sie wurden durch die Texte inspiriert, die Freiheit beschrieben. Es war ein Aufruf an das humanistische Handeln, damit die Gesellschaft freier wird. Es sind also die Rocksongs selbst, die der Soundtrack der Freiheit waren. Doing something to improve society. So there's the inspirational element of the rock songs themselves. In der Ursprung war ich feige, weil ich wollte einfach egoistisch meine Träume leben und nicht mein Leben träumen. Und ich bin unfassbar dankbar für die vielen Mitmusiker und andere Künstler, die man nannte Freidenker, die das nicht gemacht haben, sondern dort geblieben sind und dieser Kampf wirklich massiv gefochten haben, dass vor gut 26, 27 Jahren eigentlich der Zerfall der Diktatur gar nicht mehr aufzuhalten war. Die Kunst vermag, Brücken zu schlagen, die Kunst vermag, scheinbar undurchlässliche Wände zu durchdringen. Und insofern bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Kunst grundsätzlich, ob das Malerei ist, Bildhauerei, Architektur, Dichtung oder eben auch Musik, dazu beigetragen hat, Verständnis zwischen den beiden scheinbar so gegensätzlichen Polen zu verschaffen oder zu kreieren, Verständnis unter den Menschen. Und aus diesem gemeinsamen Nenner ist ein Wunsch entstanden, der irgendwann mal nicht mehr aufhaltbar war. Und dann suche ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Sieben Mal wirst du sein, aber einmal auf der Hände sein. Zur Kunstfertigkeit eines Songwriters im Osten gehörte es, die allgegenwärtige Zensur so zu umgehen, dass er trotzdem der Stimme des Volkes in den Songs Kraft verleihen konnte. So wurde manche Songs zum Kulthit, bis die Zensoren es viel zu spät den tatsächlichen Sinn zwischen den Zeilen des Textes verstanden und dann die restlichen Schallplatten in den Geschäften konfiszierten. Oft die Verbote waren zumeist die Folge. Wie Michael Gorbatschow uns bei der 50-Jahr-Rockshows Backstage erzählte, galt westlicher progressiver Rock an die kommunistischen Universitäten als subversive Kunst. Fernsehen, Radio und Magazine konnten weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, aber Rockmusik war nicht zu bändigen. So entstand neben linientreuen Schlager eine starke, rockige und progressive Stimme der Opposition. An westliche Originalalben zu kommen, war im Grunde so halb legal, daher beschwerlich, teilweise unmöglich und meist recht abenteuerlich. Mit einer Monotonbandkopie der fünften Generation eines Jet-Total-Albums war man schon der König. Und die Sehnsucht nach Freiheit hat natürlich auch ihren Soundtrack. Genau wie die Lieder, die dann später auch den Fall der Berliner Mauer begleiteten. Vor allem von meinem Freund Klaus Meine, Wind of Change, Peter Maffay mit dem Karat-Cover Über sieben Brücken musst du gehen und natürlich mein Soulmate Udo Lindenberg mit gleich mehreren Songs wie Hinterm Horizont, Mädchen aus Ost-Berlin oder Sonderzug nach Pankow. Rockmusik hatte so eine starke Kraft, dass sie bereits vor der Fall der Mauer beide Seiten miteinander verband und Brücken zwischen Ost und West schlug. Entschuldigen Sie, ist das eine Sondersonne, Franco? Ich muss da eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Natürlich hat jeder seine ganz persönliche Sehnsucht nach Freiheit. Wir Künstler sowieso, weil unsere schöpferische Natur klar keine Grenzen gesetzt haben möchte.
Doch Mitte der 80er Jahre trat eine Wende ein, als der neue Generalsekretär in Moskau, Michail Gorbatschow, mit seiner Idee von Glasnost und Perestroika das politische Weltklima grundlegend veränderte. So konnte auch die alleinherrschende kommunistische Staatspartei Ungarns sukzessive nur noch ein Mehrparteiensystem zulassen. In dem von Michail Gorbatschow geschaffenen politischen Klima und durch den mutigen Willen der Ungarn zur Veränderung haben schließlich die Menschen von 1956 mit ihrer Sehnsucht nach Freiheit ihr Ziel erreicht. Die Freiheit, die wir in Europa haben, und diese Freiheit war etwas, was alle Europäer im Jahre 89 verbunden hat. Die Völker in Europa waren sich nie näher als im Herbst des Jahres 89. Dieser Volksaufstand in Ungarn hat, glaube ich, vielen Leuten der Generation meiner Eltern damals schon gezeigt, dass es wichtig ist, für Freiheit zu kämpfen und dass man, selbst wenn der Wunsch nach Freiheit so brutal niedergeschlagen wird, dass man diesen Wunsch und diese Sehnsucht und auch den Willen zum Kampf niemals aufgeben kann und dass Freiheit wahrscheinlich die Grundbedingung ist für den Frieden, in dem Europa heute lebt. Sprich, ohne die tiefe Sehnsucht nach Freiheit des ungarischen Volkes 1956 wäre wahrscheinlich ein friedliches Europa, so wie wir es heute erleben, nicht möglich, weil Freiheit erst zu Frieden führt. Die Ungarn sind ja für die gesamte Freiheitsentwicklung in Europa ein Land, eine Nation, die eine besondere Bedeutung hat. Ich weiß nicht, ob es jedem Deutschen noch in Erinnerung ist. Mir ist es sehr in Erinnerung. Bis hin dazu, dass wir damals in den 70er Jahren auch viele Leute getroffen haben, die aus Ungarn geflüchtet waren. Wo man fragte, wie kommt es, dass du bei uns lebst? Und weil man schon hört, das ist irgendwie ein ungarischer Name. Und dann die Geschichte erzählt wurde von 56. Also insofern ist, glaube ich, meiner Generation jedenfalls ganz häufig die Entwicklung von 56 bis 89 im eigenen Leben über den Weg gelaufen. Vielleicht nicht immer in so einer klaren Kontinuität, aber sag mal, das ist schon etwas, dass die Freiheitsbewegung Osteuropas letztlich europäische Einigung, deutsche Einheit, Stabilisierung der Europas überhaupt möglich gemacht haben. Wenn man bedenkt, bei aller Tragik, bei allem Schrecklichen, was das letzte Jahrhundert in Europa gesehen hat, so ist es ja doch bemerkenswert, dass es zwei Länder gibt, dass es zwei Völker gibt, die niemals Krieg gegeneinander geführt haben, nämlich Ungarn und Deutsche. Und dass es dann eben die Ungarn gewesen sind, die an einer so dramatischen Schnittstelle des Weltgeschehens eine richtige Entscheidung getroffen haben, für die wir Deutsche heute noch immer dankbar sein müssen. Das größte Verdienst der EU, bei aller Kritik, die ich übrigens auch an ihr habe, sie ist undemokratisch, sie ist unsozial, sie ist intransparent, sie ist sehr bürokratisch etc. Aber sie hat Kriege zwischen den Mitgliedsländern verhindert. Und ich möchte nicht, dass wir in die alten Konflikte zwischen den Nationalstaaten wieder zurückfallen. Wir stehen am Scheidepunkt der Geschichte. Die Menschheit rückt wirklich zusammen. Und dagegen kann man sich letztlich nicht erfolgreich wehren. Also müssen wir versuchen, uns nach vorne zu öffnen und uns zu überlegen, wie machen wir daraus eine Bereicherung. Das ist die Aufgabe der Politik. Und da versagt sie zurzeit. Wir sind also wieder in einer Situation, wo sehr viel fragil geworden ist. Und am Ende des Gesprächs kann ich noch nicht sagen, wo das hingeht, als dass die Regierenden und die Verantwortlichen alles Augenmerk zusammennehmen müssen, um das Richtige zu tun. Und da hilft uns ein solches Beispiel wie die ungarische Geschichte natürlich ganz besonders, wo man gesehen hat, eben mit welcher Klugheit und mit welcher Dauer das zum Schluss, wie Sie es geschildert haben, mit Ungarn und der DDR und der Plattensee. Und ich kann nur sagen, Europa hat ein Riesenglück gehabt, dass es die ungarische Mentalität gibt. 56 waren die Helden, die haben den ersten Stein aus der Mauer gebrochen. Nicht 89, 56. Dass es dann so lange gedauert hat, das wird die Geschichte noch aufarbeiten. Und 89 waren es wieder die Ungarn. Die haben die Grenze geöffnet, haben den Stacheldraht durchschnitten. Und insofern muss Europa
und im Grunde genommen die ganze Welt in Ungarn dankbar sein, dass dieses Momentum es 56 und 89 gegeben hat durch die Führung von Ungarn. Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung war es möglich, dass die Länder Mittel- und Osteuropas ebenfalls in die Europäische Union kamen. Papst Johannes Paul II. Hat einmal gesagt, Europa atmet jetzt wieder auf beiden Lungen, auf dem westlichen und dem östlichen Teil des Kontinents. Und unsere Aufgabe muss es sein, Freiheit weltweit zu ermöglichen, überall in der Welt für Freiheit einzutreten. Und das, was die Ungarn geleistet haben, kann Vorbild sein, heute auch in anderen Regionen der Welt. Im Sommer 89, es gab die Sowjetunion noch. Es war nicht klar, wie sich das letzten Endes alles dann abspielt. Den Mut zu haben, den Flüchtenden aus der DDR die Grenze aufzumachen, den Zaun zu durchschneiden und damit das Tor zur Freiheit aufzumachen, dass wieder die Ungarn waren. Das spricht für die Ungarn. Weg aus den Diktaturen, weg aus den menschenverachtenden Systemen. Also es gab nur eines, entweder dort zu krepieren oder das Leben einzusetzen, um frei zu werden. Der Mensch ist zur Freiheit geboren. Und das Christentum ist geprägt, dass die Menschen frei sind, aber auch eine Verantwortung für sich und für die Allgemeinheit haben. Und ich möchte so leben, wie ich leben will. Allerdings bewusst, dass meine Freiheit begrenzt ist durch die Freiheit des anderen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eine angeborene Freiheit. Die ist ihm sozusagen von Gott gegeben. Und auch wir haben Abirrungen und Verwirrungen im Laufe unserer 2000-jährigen Geschichte gehabt. Aber ich meine, es ist eine unvergleichliche Aussage, der Mensch ist frei geboren. Als Deutscher bin ich so dankbar für den wunderbaren historischen Moment, als 1989 die Berliner Mauer auf friedliche Art fiel und all das wieder zusammenwuchs, was auch zusammengehörte. Als gebürtiger Budapester bin ich natürlich stolz, dass es die Ungarn waren, die 1989 den schrecklichen Eisernen Vorhang zerrissen und damit den ersten Stein aus der Berliner Mauer geschlagen haben. Mein Herz denkt auch heute noch oft ungarisch, aber mir als künstlerimmanenten Freidenker und stolzen Bürger einer bunten Republik, wie sie mein Freund Udo Lindenberg nennt, ist es ein Bedürfnis, dort in Europa Brücken zu bauen, wo mal ungewollt, mal unbedacht Risse entstanden sind. Mein alter Freund bat mich, darüber zu sprechen, was für mich persönlich das Konzept der Freiheit bedeutet. Mein persönliches Verständnis von Freiheit war für jeden öffentlich sichtbar. Es waren die Reformen in meinem Land. Das größte Problem dieses Jahrhunderts waren die Achtung der Werte und die Freiheit menschlicher Individuen. In Freiheit zu leben, das war die eigentliche Forderung der Menschen in unserer Gesellschaft. Musik.